Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Ganz ehrlich, macht es gerade Spaß, den DAX zu handeln? Nee, nicht unbedingt. Also wir sehen hier auf der Trading-Plattform von CMC Markets mal den 14-Tage-Chart. Okay. Und da sehen wir sehr schön, dass der DAX zwischen 10.610 auf der Unterseite und 10.8 einen schönen Seitwärtstrend ausgebildet hat. Ja. Wenn wir das Ganze jetzt dann aufziehen, später noch, dann sieht man, dass das Ganze ja schon seit August so hin und her geht. Und dass sich an dieser Range eigentlich nichts geändert hat. Ja. Und ja, das spiegelt eben die Unsicherheit wieder. Mhm. Erst war es Trump, jetzt ist es Renzi. Ja. Und ja, entsprechend nervenzermürbend, ja, lustlos, lethargisch, wie auch immer man das nennen will, präsentiert sich ja, der vor DAX. Allem wird dieser Eindruck ja noch verstärkt, wenn man dann in die USA schaut, wo die ja gerade vormachen, wie es komplett anders geht. Ne? Von einem Nikkei, zum nächsten Klettern. Wall Street, da geht die Post ab, da geht's, wobei Post abgehen, der Dow, der hangelt sich halt von hoch zu hoch. Jetzt auch nicht mit riesen Gaps und riesen Bewegungen, aber sukzessive geht er schön nach oben, kein Rücksetzer, genau. Der DAX wird höchstwahrscheinlich so schnell dann doch nicht nachziehen, oder wie schätzt du das ein? Ja, im Moment glaube ich nicht. Ein Kollege aus dem Handel hat das richtig beschrieben. Der DAX befindet sich in einer Art Winterschlaf. Mhm. Er wird warten bis zum 4. Dezember wahrscheinlich. Ja. Und bis dorthin, vielleicht wird die Spanne etwas größer, die Volatilität etwas größer, dass wir vielleicht sogar mal unter die 10,6 schauen. Vielleicht gehen wir auch mal wieder leicht über 10,8. Aber letztendlich werden wir wohl oder übel bis zu dem Referendum am 4. Dezember ja diese Seitwärtsbewegung beobachten. Ich gehe jetzt nochmal eine Stufe höher. Da eben das ganze große Bild, eben 10,8 schon seit August, nicht zu überwinden auf der Unterseite, bis auf diesen Trump-Docht, den wir hier unten sehen, eigentlich unten bei 10,2. Nur eben zuletzt oberhalb der 55-Tage-Linie diese enge Seitwärtsbewegung zwischen 10,6 und 10,8. Genau. Das ist natürlich jetzt so für einen langfristigen Anleger oder auf langfristige Sicht tatsächlich äußerst unspektakulär, aber so im Daytrading-Geschäft ist es natürlich, kann sowas natürlich auch spannend und lukrativ sein. Genau. Wie könnte denn jetzt in diesem Fall so ein Trading-Setup aussehen? Genau. Also wir haben ja gesehen hier, einmal, zweimal, dreimal, viermal sind wir unten auf die 10,6, 10,6,10 aufgesetzt und sind dann wieder nach oben gelaufen. Ich würde es hier ähnlich betreiben. Ich würde ein Kauflimit bei 10,6,10 platzieren mit einem sehr engen Stopp, also im Bereich 10,580. Und dann eben darauf setzen, mit einer kleinen Position, dass der DAX eben hier wieder abprallt und dann in die Mitte der Range zumindest mal läuft, in den Bereich 10,7, 10 und da einfach mal dann wieder Gewinne mitnehmen. Naja, das hört sich doch jetzt eigentlich schon an, als würde es doch tatsächlich Spaß machen können, auch den DAX derzeit so zu handeln. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Gerne. Und ich begrüße euch jetzt, ihr liebe Zuschauer, damit können Sie was anfangen. Gleich mal vorbeischauen auf der Trading-Plattform von CMC Markets und natürlich auch nächste Woche wieder hier beim Trading-Tipp. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets.